Hey, meine Rabauken, heute bauen wir ein Bedrock-Gefängnis selbst, und zwar das kleinste der Welt. Ich habe hier vorbereitet jeweils einen Block Bedrockeroni in dem Haus und einmal in diesem Haus. Wir werden jetzt jeweils unser Bedrock-Prison fertig bauen, dann die Seiten tauschen und wer schneller aus dem Gefängnis des Gegners ausbrechen kann, hat gewonnen. So sieht das Ganze von innen aus, ist ein Block, man hat alle Freiheiten, kann Rätsel verbauen, alles was du willst. Alina ist auch dabei übrigens. Yeah, moin. Dann legen wir los, Alina, ne? Nicht vergessen, dieser grüne Punkt in der Mitte ist dein Spawner, also da solltest du möglichst, also da beginnt die Person, da solltest du auch nichts draufbauen. Okay, ne? Okay. Also machst du mal keinen Unsinn, machst du keine Faxen, ne? Wir machen hier natürlich ein paar Gitterzellen. Das war aber jetzt ja auch eine schwere Geburt, Alter. So, wir machen hier alles voll mit Gitterzellen, damit man hier... Gitterzellen, ist das wirklich das richtige Wort, Alter? Zellengitter, so heißt das. Gitterzellen, bin ich komplett dumme der Börde oder was, Alter? Mann, ey. So, damit Elina hier in ihrer Zelle spawnt. Und jetzt müssen wir einen kleinen Weg natürlich uns überlegen. Design ist hier wirklich komplett egal. Wir pfeifen heute komplett drauf. Bedrock Prison, da geht es natürlich um die Sicherheit und nicht ums schöne Aussehen. Also klar. Wie kann man jetzt hier gut ausbrechen? In einer klassischen Zelle braucht man natürlich ein Team Grün Bett, weil Team Grün, das sind alles Kriminelle. Kein Witz. So, hier ist eine Truhe. Hier ist eine Werkbank. Kann man Command-Blöcke benutzen? Nein! Okay. Wollte ich eh nicht. Ach so, geh mal am Bluff, sagst du. Ich möchte hier ein Zweierbild. Nee, nicht so ein Zweierbild. So ein Zweierbild. Gibt es da noch andere? Ah ja, der geht gerade weg. Der bricht gerade aus. Das sieht cool aus. So, jetzt machen wir diesen, würde ich sagen, oder? Ganz klassischen am Anfang. Aber da machen wir das hier rein. Und das Ganze... Ich darf das ja nicht so kommentieren, ne? So... Und das signieren wir mit dem hier. Bumm. Und dann gehen wir hier rein. Und jetzt müssen... Hier muss eine Eisentür doch eigentlich hin. Wie soll man denn sonst aus der Zelle rauskommen? Aber Eisentür connected immer so hässlich. Aber hässlich passt ja zu Elina. So, geht's noch? Junge, heute ist ein Battle hier, Elina. Es herrscht ein anderer Ton. Code eingeben. Bumm. Platzieren wir hier. Denn wenn man das jetzt öffnet, sieht man das hier. Das hat man da, blablabla. Man könnte natürlich, warte mal, man könnte hier vielleicht auch die jeweiligen Farben und dann kann man mit Hilfe der Farben den Code eingeben. Mann, es ist komplett dumm, dass ich so labern muss, als ob das alles einen Sinn macht. Das ist natürlich alles fake, aber das darf ja Elina nicht hören. Das ist hier komplett sinnlos und das Ding ist hier ist auch komplett sinnlos. Das ist alles eine Verarsche. Problem jetzt ist, habe ich so viele Verarschen in meine Zelle eingebaut. Jetzt weiß ich ja gar nicht, wie man wirklich rauskommt. Elina, wie geht's dir? Elina, gut. Leute, ich habe eine Idee, wie wir es machen. Ja. Yeah. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Gut, gut, gut. Gut, Schnut. Hier packen wir das rein. Funktioniert das dann überhaupt, wenn ich das jetzt hier so mache? Ja, da kann man. So, wir müssen jetzt aber kalkulieren, dass sie natürlich den ganzen Kram hier auch abbauen kann. Ne? Das heißt, sie kommt hier mit jeder Menge Müll weiter aus dem Raum raus. Ich habe schon einen halben Block verbraucht für die Zelle, verdammt. Ich würde sagen, kleines Jump'n'Run hat noch niemanden geschadet, Lina. Wir machen jetzt hier eine zweite Etage rein. Ich setze Checkpoints auf Ehrenbasis. Ja, ja, ich mache auch nicht. Also Checkpoints, also klar. Du hast übrigens World Edit, ne? Ich gebe dir mal einen Tipp. Ah, okay, cool. Danke für den Tipp. Kein Problem, Elina. Wir machen eine zweite Etage und setzen hier natürlich Bedrock. Macht ja auch Sinn in einem Bedrock-Gefängnis. So, das sieht sehr, sehr cool aus. Jetzt machen wir... Ich sehe uns hier jetzt irgendwie... Eigentlich wird es ja Sinn machen, diesen... Ja, eigentlich macht das mega Sinn. Wartet. Das macht Übersinn. Wir machen jetzt hier eine komplette Schicht. Wir müssen mal gucken, ob man noch aus der Zelle rauskommt. Machen wir jetzt hier mit dem. So. Das war verdammt dumm, dass ich das gemacht habe. Ach, zum Glück konnte ich saven. Hilfe. Okay, wir sollten da definitiv einen anderen Befehl eingeben. Und nicht... Wir sollten nämlich nicht setzen, sondern... Luft replacen. So, perfekt. So, jetzt haben wir Ditte hier. Ja, das sieht sehr, sehr schön aus. Jetzt kann man hier trotzdem noch raus natürlich. Kann man aber, das müssen wir kurz testen. So. Ja, aber es ist schwerer geworden dadurch. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. So, jetzt, das kommt auch weg. So, und jetzt brauchen wir ein... Ah!
Ich wollte mit Pulverschnee arbeiten, aber den gibt's ja noch gar nicht. Fatal. Fatalamente. Ich habe eine Idee. I have a idea. Ich habe eine sehr gute Idee. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen, oder? Wir machen 1, 2. Nee. So. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Jetzt haben wir schon mal dafür alles zusammen. Jetzt brauchen wir das hier. Da nehmen wir einfach Ditte hier. Wie viel brauchen wir denn da? Das müssen wir kurz überlegen. 1, 2, 3. Ich mache einfach 4. Dann reicht es safe, ne? Nee, es darf nicht zu. Nee, nee, nee. 3. Dann hat man, wir müssen das genau durchkalkulieren. Das ist sehr wichtig, dass das genau hinhaut. Also haben wir jetzt 12. 3 mal 4 ist 12. So. Das löschen wir mal alles, damit wir hier schön den Überblick haben. Ich mute mich kurz, Selina. Tschö. Jawohl. So, zack. Sound muted. Also man hat das hier. Man hat das hier zweimal. Und kann man Wolle verbrennen? Das müssen wir gleich mal testen. Das weiß ich jetzt gesagt gar nicht. Und dann hat man noch eine Kiste. Also man hat 3 Kisten. So. 12 Holz hat man außerdem. Gut. So, hier ist jetzt die Steine für den Ofen. Das haut genau hin. Und 12 Holz. So. Die Werkbank kann man natürlich weiterhin benutzen. Mit dieser Werkbank. Die platziere ich jetzt einfach mal hier so. Also ich lösche die jetzt mal, weil die ist ja da platziert. Daraus würde man sich jetzt Sticks craften und eine Holzspitzhacke. Diese Holzspitzhacke würde man dann alle Cleanstones abbauen. Also, also erstmal die abbauen und dann die anderen Cleanstones. Dann hat man genau genug für einen Ofen und eine Steinspitzhacke. So, das heißt, man bräuchte das hier nicht mehr. Man hätte dann das hier nicht mehr. Man hätte einen Ofen. Und man hätte, die hätte man auch nicht mehr. Und man hätte eine Steinspitzhacke. Es muss halt genau aufgehen. Wir müssen jetzt genau durchkalkulieren am Ende. Ne? Das heißt, man hat noch jede Menge Wolle. 3 Kisten. Diese Werkbank hat man natürlich immer noch. Und den ganzen Stuff hier. Die Axt hat man nicht. Das ist jetzt für mich verwirrt. So. Jetzt baust du damit. Aber, verdammt, was wollte ich eigentlich machen? Worauf habe ich das überhaupt alles gemacht? Was sollte denn das Ziel nochmal sein? Ich habe es ganz vergessen. Ach, eine Schaufel. Aber man kann sich ja auch eine Steinschaufel machen. Das ist ja so gesehen eigentlich. Oder eine Holzschaufel. Das ist ja alles ziemlich witzloser Mentes. Alles keinen Sinn eigentlich, ne? Doch, das ist eigentlich eine gute Verarsche, Leute. Das ist eine sehr gute Verarsche. Denn wir machen. Pass auf, dann hast du 3 Eisen, ne? Diese 3 Eisen tust du in den Ofen rein. Da können wir uns ein Holz sogar sparen. Ein Holz kann auch weg. So, das Problem ist, wo hab ich das? Scheiße, ich bin selbst nicht wieder. Das heißt, wir packen hier ein weiteres Verarschebuch rein. Wartet. So. Oh, warte, das war die falsche. Zack, so. Code. Ein weiteres Codebuch. Muss natürlich sein, darf nicht fehlen. Hier. Da machen wir dann Gold drauf, sodass man die wirklich gar nicht sieht. Aber so viel, dass die Lina schon denkt, ja, das bedeutet auf jeden Fall, das muss ich abbauen. Das heißt, dafür braucht sie das Eisen. Das heißt, wir müssen 3 Eisenerze hier auch irgendwo verstecken. Zack, zack, zack. So. Aber das braucht man gar nicht, denn was man braucht ist... okay, die Frage ist, wie kann ich das jetzt hier so ein bisschen tarnen? Gar nicht, ne? Kann halt so machen. Warte. So. Das ist ja übel auffällig, Mann. Scheiße, ey. Wir müssen hoffen, dass sie ein bisschen verwirrt ist und das hier nicht so einfach sieht. Denn was man eigentlich machen muss, ist, du brauchst gar keine, du brauchst diese ganzen Schaufeln gar Spitzhacken gar nicht und so. Du kannst einfach hier, kannst du die Schneebälle abbauen. Warte, so. Baust du hier die ganzen Schneebälle ab, machst dir daraus Blöcke. Und dann kannst du dich mit den Blöcken hier hochbauen und weiterkommen. Das ist also alles eine Verarsche, die einfach nur Elina Zeit stehlen soll. Dann machen wir hier die finale Plattform. Hier machen wir Lava hin. So, mal ein bisschen, war es ein bisschen schwieriger hier. Ne? Du musst 8 Sprünge in das Spaß. So viel Platz ist gar nicht auf dem einen Block. So, hier haben wir eine Truhe drin.
Bumm. Vielleicht machen wir hier auch ein Bett hin, damit die Lina spawnt. Hier haben wir mal ein bisschen Spawnpunkt-mäßig. Hier machen wir dann das Bett, kann die Lina pennen. Hier machen wir dann vermutlich mehrere Boote rein. Ich weiß nicht, wie sicher Elina da ist, was das angeht. Hat ihr das Zelt auf? Ja, irgendwie schon, ne? Aber egal, es ist auch keine Wissenschaft. Da machen wir rein. Was machen wir da rein, Leute? Das ist tatsächlich eigentlich eine gute Frage. Wir machen da das rein. Das ist eine coole Idee. So, genau. Da hat man das. Wenn man dann hier durch ist, kann man sich hier nämlich... Wir sagen, hier machen wir... Hier ist Cape, Mann. Hier ist man draußen. Es regnet im Haus! Hä? Das was denn? Ist denn jetzt los? Mir regnet es in meinem Block irgendwie. Das ist ganz komisch, ganz verhext. Und wenn sie jetzt hier ist... Ja, okay, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Vielleicht wird sie zu viele Blöcke haben. Okay, das heißt, wir machen hier eine Blockabgabe rein. Schild. Bum, 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 bum. Alle Blöcke hier ablegen. Nur der darf behalten werden. Behalten wer? Wer? So. Und jetzt ist quasi der Plan, dass man einfach... das ist ja eigentlich eklig, da muss sie nochmal krass zurück. Bei den wird sie... Das wird sie... Ja, dann könnte ich mir Folgendes vorstellen. Man platziert dann den... Hier, da macht man diesen und ist dann ausgebrochen. Aber man checkt ja nicht so wirklich, dass man ausbricht. Ich habe das hier eins zu hoch gebaut irgendwie. Scheiße. Naja, wird die Diener dann schon checken. Dann machen wir hier aber, das müssen wir umformulieren. Alles hier ablegen, außer 1 und 2. So, genau. Und dann kannst du hier die beiden Sachen benutzen, dich hochboosten und du bist... ausgebrochen. Und damit ist unser Bedrock Prison fertig. So, Elina, bist du bereit, die Gefängnisse zu wechseln? Yeah, bin ich. Sehr gespannt. Okay, hier ist Elinas Prison. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Okay, Bett. Soll ich denn hier ausbrechen? Hä? Da ist ein Rahmen. Da ist Darf ich bei dir abbauen? Ja. Ja? Darf ich bei dir abbauen? Du darfst nicht abbauen. Bei einer Stage darfst du aber abbauen. Musst also am Anfang hier nicht. Ja, moin, komm direkt nicht weiter. Da ist Glas, da ist Lava, da sind Rahmen. Die Rahmen darf ich nicht abbauen. Da kann ich ein Item drin drehen. Du kannst sie anklicken, ja, okay, damit da was rauskommt. Okay, ich habe eine Enderperle. Nice. Wir gehen raus. Schnee wegmachen? Schon mal raus. Aber hier ist du darfst alles drunter. Abbauen, Elina, wie du lustig bist. Bin ich zur falschen Seite jetzt raus? Das wäre bitter, das mit zwei Seiten. Wofür steht die Abkürzung des chemischen Elements AG? Aluminium Argentum. Argentum, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber. Okay. Wann wurde der. Bett gerechtsklickt und es explodiert, Ben. Naja, ist ja egal. Wann wurde. Oh, das kann aber vielleicht schlimm sein, wir müssen gucken. Wann wurde der Fußball in Deutschland eingeführt? 1874, 1863. Ich kann ja sehen, was richtig ist, Selina. Außer du machst da einen Prank. Aber ich denke nicht. Könnte aber sein. Siehe, ist Wasser. Hast du, hat es was gesprengt, was du raus? Nein, ich habe den Hebel. Ich finde hier gerade auch das Eisen. Auf den hier. Rot markierten Flächen darfst du abbauen. Ja. Yeah. Hier ist ein Ofen. Ist da irgendwas drin? Kohleblöcke sind da drin. Okay. Hier das ist nicht nur ein Ofen, Ben. Das ist ein Oktobräter. Das sind wirklich 28. Ja. Hier sind Steine. Auf dem Roten darf ich abbauen. Und hier ist dann wahrscheinlich Holz. Ah ja, auf den Roten darf ich abbauen. So, das heißt, wir bauen hier ab. Wie viel Holz ist das? Ist das? Nee, ist safe nicht knapp kalkuliert, oder? Dann nehmen wir mal das uns. Ist nicht, das ist überhaupt nicht kalkuliert, dann kennst du mich doch. Ist kalkuliert, aber reicht vorne und hinten nicht. So, dann machen wir hier erstmal eine Axt. Du bist schon sehr weit, ne? Ich kann mit einer Holzaxt ja nichts abbauen. Muss ich mich nur zu dem Goldblock hochbauen? Oder wie? Welcher Goldblock? Ja, ich stehe da am Goldblock. Ach so, nee. Das ist die Stage da drüber. Da brauchst du dich nicht hinbauen. Und das darfst du auch nicht abbauen. Ah, aber wie komme ich denn jetzt hier weiter? Mhm, ah, ich muss komplett zurück auf die andere Seite, kann das sein? Kannst du das da haben, Elina? Ich habe ja gar kein Eisen hier, was ich abbauen kann. Und wieso sind die mit Türen verbunden? Da ist Eisen! Gesehen! Hast du doch gefunden.
Ja, aber das Ding ist, es bringt mir ja nichts. Also ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Ich kann damit Hebel machen. Jetzt Hebel kann ich ja scharf kombinieren. Ich könnte einen Eimer machen, das Wasser mitnehmen. Ich könnte, es ist viel Eisen. Ich könnte eine Rüstung machen, aber wird keinen Sinn machen. Und jetzt burn ich das Eisen, oder? Noch mehr Holz in der letzten Ecke, Ben. Das war mein vorletztes Schnee, was ich hier gefunden habe bei dir. So, wir bauen, wir braten das Eisen, auch wenn mir noch nicht ganz klar ist, was ich damit anfangen soll. Das Ding ist, Selina, du hast ja noch nichts geschafft. Ich dachte, du bist schon voll weit. Nein, hä? Ich musste den ganzen Schnee mit der Hand abbauen. Ja, das war schon mal vielleicht ein taktischer Fehler, Selina, aber nur ein Hinweis. Du bist ein taktischer Fehler. Hey! So, muss ich jetzt zurück, Alter? Jetzt wird's kompliziert. Aber ja, okay, einen Hebel kann ich ja. Darf ich einen Hebel craften einfach? Auf illegal? Hebel auf illegaler Basis? Ja, sonst komme ich ja nicht zurück. Nee. Achso, du kannst einen Knopf bauen. Also, ich würde an deiner Stelle einen Knopf bauen. Stimmt, ein Knopf ist natürlich noch einfacher, hast du recht. Ja, aber ein Knopf ist doof. Warum? Ein Knopf, den musst du ja, kannst du, ein Hebel ist halt von beiden Seiten quasi. So, und jetzt bin ich hier zurückgelaufen. Da ist nämlich auch ein Weg. Das wundert mich ein bisschen. Aber ich komme an diese andere Enderperle ja gar nicht mehr ran. Das heißt, ich komme da eh nicht hin. Ah, ich könnte einen Eimer machen und die Lava da rausnehmen. Die Lava? Warum? Ja. Achso, warum denn die Lava? Ja, was weiß ich denn, Dina? Ich versuche gerade herauszukriegen, wie ich weiterkomme. Ben, nimm doch einfach das Wasser. Ja, aber was soll ich mit dem Wasser? Ich verstehe nicht, was mir das bringen soll. Was bringt mir das im Leben? Ja, okay, jetzt hast du mir schon mal einen Tipp. Ich habe einen Code, ich habe einen Code. Ein Code? Du Opfer. Mann, warum? Ach so, nee, warte, das ist der zweite Code. Du Opfer. Hä, da steht von beiden, du Opfer. Ja, hättest du beides nie gebraucht. Echt, jetzt habe ich das völlig umsonst gemacht. Ja, aber gemacht. Komplett umsonst. So, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Darf ich die rote Wolle abbauen? Ist ja auf der roten Wolle. Ich halte mich ja nicht. Ja, du kannst auch die rote Wolle abbauen, aber du darfst dich damit halt nicht hochbauen. Nee, das mache ich auch nicht. Ich baue mich halt mit Holz hoch oder mit Wasser. Die Abstände zur Decke sind jetzt nicht so weit. So weit, dass du... Oh, ich habe dir das nächste gefunden. Aber wie komme ich da hin? Kann ich mich hochbauen? Darf ich mich hochbauen? Ja, natürlich. Bei mir ist nichts verboten, Elina. Wir sind ein freies Prison. Cool, nice. Ich bin jetzt bei mir. Hier ist ein Schild. Achso, das bringt mir nichts. Hä, hey, ich verstraffe ja nicht, wie ich weiterkomme. Hier muss irgendwo ein Loch in der Decke sein eigentlich, aber hier ist kein Loch. Oder ist ja doch ein Loch? Ganz. Ja, hier ist ein Loch, Alter. Ich hab's nicht gesehen. Weitergekommen, wichtig. Pass auf, ich mache jetzt einen heftigen Lava-MLG. Du brauchst aber zwei Boote, ne, wahrscheinlich. Sag dir das, ich habe acht in der Hand. Okay, chill. Hopp, geschafft, first try. Krank. Alles krank. Hier ablegen, außer Kolben und Hebel. Außer Kolben und Hebel. Die Frage hast du die? Ich habe den Kolben, ja. Echt? Ja. Scheiße. Aber das ist gerade mit, das ist mit dem Bett gekommen. Aber hast du scheiße. Ihr wart eigentlich da oben versteckt. Aber hast du auch den Hebel? Ja, den habe ich auch gefunden. Natürlich. Ja, warst du noch dabei? Ja, sicher. Scheiße. Das heißt, Elina wird jetzt nicht mehr lange brauchen. Wir sollten uns beeilen. Das wird ein Fotofinish. Labyrinth, da bin ich Experte drin, Elina. Fataler Fehler, denn ich bin im Ziel! Was? Wir schauen Elina bei den letzten Sekunden zu. Das war echt übel knapp, ne? Du bist halt fast echt da. Ja, es dauert jetzt halt noch 5 Sekunden oder so. Also ja, du machst jetzt einen Kacker, einen Kackerich. So, und hätte ich es jetzt geschafft? Ja, oh mein du, Gott! Nein, ein was musst du noch machen. Ach, den hier, ach so. Jetzt hat es geschafft. Oh mein Gott. Nein. So habe ich diese Prank-Dinger eingebaut. Och Mann. Was, ich habe mit den Goldblöcken hochgebaut. Wieso? Hey, wie hast du Golderzblöcke? Achso, die kriegt man ja in der Version noch ganz vergessen. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button für mehr Prison-Action. Abonniert den Kanal. Wichtig. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.